Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Ich melde mich aus einem Auto. Das ist normalerweise nicht der Fall, weil normalerweise fahre ich selber. Aber jetzt werde ich gerade zum Bahnhof gefahren, weil Hannover um eine richtig schöne Anschlusszeit gebracht wurde. Sonntags 15:30 wäre noch in Ordnung gewesen, aber 17:30 natürlich richtig schön beschissen. Dazu ist das Wetter, wenn man rausguckt, auch nicht ganz so optimal. Schön regnerisch, aber vielleicht, ja gut, wir sind nicht Kaiserslautern. Aber vielleicht hilft uns das Fritz-Walter-Wetter ja irgendwie weiter. Kiyotakes Rückkehr heute, darunter steht dieses Spiel unter diesem Motto. Mal schauen, was uns das bringen kann. Punkte müssen heute her, wird auf jeden Fall spannend. Ich denke mal, das kannst du gewinnen, das wird aber trotzdem nicht einfach und trotzdem muss alles gegeben werden. Von Almeida, von Kiyotake und von allen anderen, die auf dem Platz stehen. Wir sehen uns wieder auf dem Weg. Bis gleich. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.
Baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Startelf, zwei Bundesliga-taugliche Spieler stehen und bis zur 80. Minute kein Fußball gespielt wird, dann steigt man auch. Scheiß Wassertropfen, der fickt mich. Es ist unglaublich, wie mich dieser Verein jede Woche aufs Neue zur Verzweiflung bringt und jede Woche neue Maßstäbe dafür setzt, wie schlecht es sein kann. Ganz ehrlich, Freunde, ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr. Nächste Woche fahre ich eigentlich nach Stuttgart. Ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich antue. Die lange Fahrt dahin, nur um wieder Ernüchterung zu bekommen. Die Art und Weise von Support, die momentan praktiziert wird, naja, die gefällt mir nun mal auch nicht so wirklich. Von daher, ich weiß noch nicht, ich werde wahrscheinlich hinfahren, aber momentan ist das alles mehr als schrecklich, was hier abgeht in Hannover. Ja, sind wir mal ganz ehrlich, in der Startelf standen zwei Spieler, die Bundesliga-reif sind, Bundesliga-tauglich sind. Und das sind dann Ron-Robert Zieler und Alexander Milosevic. Was traurig genug ist, dass einer von dem Winter gekommen ist. Der Junge tut mir echt leid, für Marcelo geholt. Und bisher der beste Mann, den wir haben, der beste Transfer, den wir geholt haben. Man kann nichts gegen einen Almeida sagen, der reißt sich den Arsch auf, der versucht was. Der spielt an sich guten Fußball. Als der reingekommen ist zur Halbzeit, zumindest mal ein bisschen Leben. Wir haben mal Kopfball durch den Sturm gewonnen, Gott sei Dank. Aber ansonsten, Kiyotake ist noch nicht bei 100%, du kannst noch keinen Vorwurf machen. Und dazu hast du, natürlich darfst du einen Soberg nicht zu Tode kritisieren, weil der kriegt auch keine Bälle. Aber in meinen Augen hast du von dem auch viel zu wenig Einsatz gehabt. Und da wäre definitiv mehr möglich gewesen mit ihm. Leider Gottes hat er all das nicht gezeigt. An sich viel zu wenig Einsatz, viel zu wenig Kampf, viel zu wenig Leidenschaft in der Art und Weise, wie Hannover gespielt hat. Augsburg wäre heute schlagbar gewesen. Augsburg hat heute nicht gut gespielt. Die waren nicht stark. Die haben schon deutlich stärker gespielt. Die stehen ja auch teilweise unten drin. Die waren geschwächt von der Euroleague. Der beste Spieler mit Bobadilla war nicht mal dabei. Ja, die hatten nicht viele Fans dabei, nicht so eine Unterstützung. Was übrigens ich eine sehr gute Message finde, habt ihr eventuell auch gesehen, wenn ich es genug ranzoomen konnte mit den fangerechten Anstoßzeiten. An sich wäre so viel möglich gewesen, aber 96 schafft es jedes Mal wieder, seine Fans einfach nur zu enttäuschen. Und das war heute nicht mehr als einfach eine pure Enttäuschung, weil, sind wir mal ganz ehrlich, was war's? Bis zur 80. Minute weder Kampf noch Leidenschaft. Und ab der 80. Minute fällt ihm plötzlich ein, ach ja, wir können ja auch ein bisschen Fußball spielen. Nicht mal gut oder so, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber man hatte noch mal Chancen. Es wäre total unverdient gewesen, hätte Milosevic in der 90. Minute das Kopfballtor gemacht. Warum man einen Zamaximar nicht von Anfang an spielen lässt, ist mir schleierhaft. Man lässt lieber einen Prip spielen. Wenn man meine Einzelkritik geht, Sakai hat heute, naja, das Gegentor war eine Co-Produktion aus einem Stellungsfehler von Gül zusammen. Und dann ja, kommt er nicht in den Zweikampf und Sakai rennt sie noch über den Haufen. Wenn ihr fragt, was ich hier gerade mache, ich packe meine Tasche, weil ich mit meiner Freundin fahre. Dann hast du Milosevic, zu dem habe ich schon was gesagt. Gülsülam an sich hat gut gespielt, der war wieder sehr defensiv, sehr solide. Gegen den kann man wieder nicht viel sagen, eigentlich gar nichts. Wen hast du noch? Links ein Albonos, der heute unterirdisch war. In der ersten Halbzeit katastrophal, gar nicht auf dem Platz eigentlich. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser zumindest. Ein Prip, der zum Glück ausgewechselt wurde zur Halbzeit, der war unsagbar schlecht. Also das war so schrecklich schon wieder, was der gezeigt hat. Also effektiv nichts. André, ich gehe in keinen Zweikampf. Hoffmann, Knieverletzungen hinterher, aber ein bisschen was musste zeigen, hat er nicht gemacht. Sané, der heute so schlecht war, oh, schrecklich, der hat heute wirklich sowas von Kacke gespielt. Mein Akku ist leer, ich muss mich ein bisschen beeilen.
Pech, der gekämpft hat, aber auch nicht viel gebracht hat. Wen hat's denn noch? Ja, ein Sobek, der nicht viel gebracht hat. Ein Karaman, der versucht hat, aber einmal über den Ball säbelt. Mit Almeida kam wirklich nochmal Zug rein. Mit Almeida kam nochmal Kreativität rein, genauso mit Kiyotake, Kopfballduelle, die gewonnen wurden und so. Aber im Endeffekt hat es halt einfach nicht gereicht. Und es waren wichtige Punkte, die verloren wurden. Jetzt müssen die irgendwie wieder reingeholt werden. Ich weiß aber ganz realistisch gesagt nicht, gegen wen das der Fall sein soll. Nächste Woche geht es nach Stuttgart. Danach kommt Wolfsburg, die sind auswärts schwach, aber das muss nichts heißen. Dann geht es nach Bremen. Und wenn du gegen Bremen spätestens nicht 3 Punkte holst, dann, auch wenn ich nicht pessimistisch sein will und eigentlich keine K.O.-Spiele sagen will, aber dann ist es endgültig vorbei. Weil auf die hast du 6 Punkte Rückstand, dann musst du mit 3 mal rankommen, um irgendwie noch an Frankfurt und Bremen vorbeizukommen. Wenigstens Relegation würde ich mit Handkuss mal unternehmen. Mehr ist auf keinen Fall bei 96 drin. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, trotzdem hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ihr wisst, es ist die beste Unterstützung. Und ja, ich konnte nicht viel zeigen, aber ich wollte auch nicht viel zeigen, weil momentan ist für einen 96-Fan das Leben einfach nur sehr, sehr schwierig. Bis zum nächsten Mal, wunderschönen Tag noch. Das nächste Video wird dann meine Top 11 des Wochenendes sein. Haut rein und ciao.